Irving, tough break. Yes, but there will be other opportunities. Sheva to headquarters. This is headquarters. What's your situation? There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Understood. Aww. We got company. They don't let up, do they? Ach du Scheiße. Okay, herzlich willkommen zurück, Leute. Bei Resident Evil 5. Wir sind ja gerade schon mitten in der Action. Ah, Quicktime Event plus Schießen, alles klar. This is Captain Stone, Delta Team. I just received word from HQ. Based on the data uploaded from their hard drive, most of the townspeople have been infected by parasites known as Las Cartas. The data refers to the infected as Magini. What does all this have to do with Ouroboros? Ich nehme die rechte Seite. Okay. The only way we're getting answers is from Irving. Geile Stelle, muss ich mal anmerken, gefällt mir sehr gut. Überhitzt. Bam. Auf. Okay, jetzt ist es bei mir. Ja, okay, dann hat jeder unten. Ich nehme ihn links. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Lol. Diesmal habe ich es nicht verkackt. Ich auch nicht. Also, wie ist denn das Auto schnell kaputt gegangen? Die schmeißen Molotow-Cocktails. Ich komme nicht weiter nach. Das war ein Molotow-Cocktail. Ich nehme links. Denk dran, ich kann die rechts am LKW nicht treffen. Wenn du die treffen kannst, dann musst du die machen. Yeah.
Wow. Haben wir es jetzt geschafft oder sind wir tot? Wir haben es geschafft. Nice! Sagt er. Ich nehme die linke Seite. Okay, ich nehme die rechte als LKW. Yeah, do something, sagt er. Komm da nicht ran an den. Ich auch nicht. Jetzt. Jo. Bam. Woo. Hä? Oh. Okay. Der mit der Plastikpistole, ey. No. Ach, Scheiße. Unmöglich, unmöglich. Nee. Da ist ja keine Chance gewesen. Ja klar, und die kommt nicht drüber oder was? Natürlich. Wie realistisch. Ach du Scheiße, es wird jetzt nach einem Nachtpart. Ja. Das Projekt Code Veronica ist erfolgreich. Oh nein. What could have done this? Genau, man steigt erstmal aus bei sowas. Herr der Ringe. Schon ein bisschen Herr der Ringe. Ich habe noch genug Ammo für den. Ich glaube nicht, dass wir beide zusammen genug Ammo für den haben. Hallo. Du machst das schon mehr Sinn. Ja, vielleicht. You ugly bastard. Oh, scheiße. In die Nüsse, Alter. In die Nüsse. Und aufpassen, dass du immer durch abhüllst. Oh nein, es kommen natürlich auch noch kleine raus. Ach, nur sind kleine auch noch. Du willst. Ja, ruhig bleiben, Mann. Ach du Scheiße.
Ey, in die Eimer schießen bringt echt was. Ja, natürlich. Das andere ist ja irgendwie ein Panzer oder so. Oh nein. Ey, schieß mal auf dieses Anhängsel-Dingens. Ja, mach ich doch. Aber ich habe ja nicht so gute Schussleistungen wie du. Wenn der direkt vor uns steht, dann krieg ich den nicht mehr. Mehr war da von dem Kollegen, muss ich sagen. Der hätte einfach bloß auf uns drauf fallen müssen. Am Anfang gleich. Ja, ich wollte gerade schon sagen, nehmen wir die Minigun mit. Ah, die heult fast her. Oh, jetzt lassen wir uns die Munition plündern. Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What? Yeah. Genau. I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file. Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! Sagt, warte, Mann! Genau, du gehst nämlich nicht alleine. Chris, wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Copy that. Scheiße, was geht denn jetzt ab? Was zur Hölle? Naja, Marschland, das heißt Sümpfel. Ach, guck mal, das war da ganz am Anfang, wo wir vorbeigelaufen sind hier. Mit dem Wasser, hast du gesehen? Das ja. Ging ja flott mit dem Abschnitt hier, fette Scheiße. Ja. Ja, ist auch die richtige Zeit, den Part zu beenden. Jo. Nur mal kurz schauen hier von wegen. Ich habe mal weitergeklickt. Okay, dann sage ich. Ah ne, doch nicht. Wir gehen noch genau ins Militär, bin ich aber froh. Wir haben gar kein Geld jetzt bekommen, ne? Kann das sein? Nö. Ey, wir können uns ein Elektroschockgerät. Eine P8 kaufen. Was P8? Wo siehst du P8? Auch. 4000. Wo? Wie heißt das Ding? P8. H und K P8. Pistole. Bei mir ist die, ist das das zweite von oben. Ja, das ist es, ja. Ja, wenn ich das gewusst hätte, ne? Die ist von der Feuerkraft her dann noch besser. Siehst du das? Die ganze besser ausbauen. Ja, aber ich denke, ich werde eine alte erstmal hochbringen. Ja, natürlich. Also jetzt lohnt es sich nicht mehr, die zu switchen. Wir müssen erstmal den Part beenden. War ja ein relativ kurzes Kapitel. Und man hört sich dann im nächsten Part, Leute. Bis bald und tschüss.